So Leute, willkommen zurück zum Let's Play von Halo 4 Online. Wir spielen jetzt ein SWAT auf der Map Complex und ich werde mal versuchen, ein paar Overkills zu schaffen. Ich habe noch nie einen Overkill in Halo 4 geschafft, habe ich ja im letzten Part bereits gesagt. Und es wird endlich mal Zeit. So, okay, mit der DMR. Denn die Map hier ist so riesig, dass eine Bay. Oh Gott, eine BR. Ein bisschen zu ungenau wäre auf Long Distance, ja. Ich werde das wahrscheinlich total failen. Der hab ich schon gesehen. Oh, fuck! Oh Gott! Aber bist. Jawoll! Gut, das Problem wird hier einfach nur sein, dass. Naja. Weil die Map so groß ist, werden niemals so eine große Anzahl an Gegnern zur Stelle sein, um mir den Overkill zu spendieren. Also kann ich mir das eigentlich schon mal abschmieren. Aber hier, Running Riot, das wäre machbar. Aber ich weiß gar nicht, wie viele Kills das sind. Ich glaube 10 oder sowas. Ja, ich glaube 10. Ja, ich wollte gerade sagen, man sollte aber nicht die ganze Zeit auf dem Präsentierteller stehen. Würde es jetzt noch eine Sniper geben, wäre das viel geiler. Zwar klar ist das SWAT, aber trotzdem. Das habe ich glaube ich schon mal gesagt. Ich meine, der Sniper macht One-Shots. Warum also keine Sniper in SWAT? Wenn man in SWAT sowieso One-Shots macht. Sag mal, auf den Kopf zielt. Wo war der? Oder was ist gerade ein Teammate? Ich höre überall Schüsse, aber irgendwie sehe ich keine Gegner. Jo, hallo? Da unten irgendwo. Hallalala, fuck, fuck, fuck. Nein, nein, nein. Hahaha. Scheiße. Hätte ja klappen können. Aber solange wir gewinnen, ist ja alles in Ordnung. Ihr seht schon, meine sprachlichen Kenntnisse sind gerade wieder auf ihrem Höhepunkt. Ja, fick dich doch. Dream Destroyer. Ja, klasse Name, wirklich. Jawohl und... Triple, triple, triple und... Nein! Nein! Ich hab mein Overkill verkackt. Ich glaub's nicht. Ich hab halt wirklich mein Overkill verkackt. Ey, nee. Nein! Nee. Nee, eigentlich. Nee. Ich hab schon wieder keinen Bock mehr. Das kann doch nicht sein. Ja, cool. Ja. Ich fasse es nicht wirklich. Nee. Ich komme darauf jetzt gerade nicht klar, dass ich hier meinen ersten Overkill verkackt habe. Nur weil ich runtergesprungen. Was heißt runtergesprungen? Ich bin runtergefallen. Weil ich mich zu weit rausgelehnt habe. Ach, stirb doch. Ach. Razer AL. Ich weiß schon. Oh Gott. Ich kann irgendwie sprechen. Hallo, jetzt. Boah. Wo sind denn deren Köpfe, wenn ich da? Dich hol ich auch noch, dich hol ich auch noch. Na, das war schon viel zu lange. Ah, fuck. Ich bin gerade aber trotzdem Erster. Ich höre nochmal irgendwo ein.
Ah ja, wohl da unten. Ey, das passiert mir einmal und nie wieder, oder was? Ey, das gibt's doch nicht. Jetzt gebe ich noch einfach hier diesen Triple Kill. Ja, zwei. Na. Herrgott. Ich glaube, ich werde jetzt so lange SWAT spielen, bis ich einen scheiß Overkill schaffe. Wo werde ich eigentlich spawnen, so dass mir die Gegner direkt einen Headshot verpassen können? Nice. Ja, ich muss gerade ein bisschen, gerade ein bisschen weniger kommentieren, weil ich mich gerade konzentrieren muss. Ach man, der Abstand. Puh, können nicht irgendwie alle mal hintereinander laufen oder sowas? Das würde mir alles so viel erleichtern. Jappakappapapalap. Ja, das ist Deutsch. Jappakappapapalap. Was auch immer ich gerade gesagt habe. Oh ja. Ausreichend viel, um mir einen Overkill zu bilden. Och, come on. Wirklich? Ich verspreche mich ja im Englischen weniger als im Deutschen. Was geht dann ab? Ihr seht schon, ich verlerne gerade Englisch. Ja, Englisch. Boah, ich glaube schon wieder. Das gibt's doch nicht. Irgendwie kann ich nicht reden, wenn ich mich konzentrieren muss. Komm jetzt! Ach, boah, komm. Einfach ein Tutorial, how to overkill verkacken. Das kann doch nicht sein. Naja. So Leute, ich hoffe, es hat euch gefallen, auch wenn ich jetzt ein bisschen wenig kommentiert habe. Ich würde sagen, macht's gut und bis zum nächsten Mal.